So, wir haben jetzt auch Verwendung für die ganzen 1000 Stahlplatten inzwischen. Ich habe ja genügend hingepflanzt, also hingeflanscht, was er halt benutzen kann. Hingeflanscht. Ich fange lieber von hinten an. Wieso ist denn mein, wieso läuft mein Typ eigentlich schief? Weil das kann. Jetzt mal ohne Spaß. Das gegenüber der Station sieht das schief aus, wie der läuft. Moment. Weißt du, was das sein wird? Dein Schiff? Das wird das zweite Gravitationsfeld von meinem Schiff sein. Das kann sein. Warte ich. Oh, bei dir ist auch schief. Ja, naja, bei mir ist auch schief. Cool. Also die Dinger liegen relativ gut untereinander, haben in etwa dieselbe Lage, aber halt nur in etwa. Herstellungskomponenten, Stahlrohr groß. Große Stahlrohre, leck mir am Arsch. Ah, geht auch noch. 10 kann man ja einpacken, wie ich gerade sehe. Muss mir sagen, wenn es bei dir wieder gerade ist. 12 Motor. Ne, ist noch schief. Immer noch. Ja. Immer noch. Ja. Ach, das kann ruhig schief sein. Ist egal. Ah, ne, warte mal, das ist. Immer noch 20 Computer. Jetzt? Immer noch. Jetzt ist gerade. Also die Feldhöhe mit 70 Metern ist so plus minus halt 1-2 Meter. Bis nach oben, bis zu uns, bis zur Station. Und alles was drüber ist, geht halt dann in das zweite Gravitationsfeld rein. Ist natürlich aber ein bisschen Hammer. Ja, es sind zwei Kräfte, die sich addieren, ne? Ja, richtig. Das finde ich cool. Was ich auch so als Idee hatte, dass man unter die Station noch ein Gravitationsfeld macht, damit man über und unter der Station lang laufen kann. Ja, dann müsstest du halt halt zwei Generatoren jeweils unten und immer oben hinwappen. Mhm. Und halt jeweils mit der Feldtiefe von 1. Mit der Feldweite, Höhe, wie auch immer. Ja, wobei jeweils nicht. Die Höhe halt auf Maximum und die. Oh, ich hoffe, das klappt, was ich hier vorhabe. Echt ohne Scheiß. Das kannst du mal ein bisschen Rohstoff mitbringen. Was brauchst du denn? Zum Beispiel. Irgendwas. Schweißt denn der rum? Ja, am Assembler oder was? Du kannst ja direkt in die Raffinerie reinpacken. Oder. Nein, nein, nicht in die Raffinerie. Packst in so einen Frachtcontainer. Was denn für Rohstoffe? Sag mal was genaueres. Irgendeins, ist scheißegal. Ja. Was du gerade dabei hast. Gar nichts dabei. Scheiße. Na doch, ich habe 24 Eisenerz dabei. Ja, pack rein. In so einen Frachtcontainer natürlich. Und irgendeinen von den rein. Ah, ups. Quatsch. Yeah. Es ist fertig verarbeitet durch meine Raffinerie, die ich gerade gebaut habe. Das ist ja toll. Eigentlich wollte ich heute noch eine Runde Battlefield zocken, weil Doppel-EP-Event und so, aber Doppel-EP-Event, das heißt. Ich bin nicht so der Battlefield-Spieler. Du kriegst halt doppelt so viele Punkte wie normal, was das Leveln etwas einfacher macht. Ah, das ist ja mit Leveln, das mag ich nicht, so ein Shooter mit Leveln. Ach, im Multiplayer, das finde ich ein bisschen. Es geht, wenn du von Anfang an alles freischalten kannst, ist ja auch ein bisschen blöd. Oh, hier fehlt interne Panzerung in der Station, in der Medical Station. Mhm. Das ist ja witzig. So, angebracht. Ja, von nichts Fallschaden ist der auch. Ach, sieht schon fett aus ein bisschen, was ich da mir konstruiert habe gerade. Ja, kein Wunder, das Ding steht auf 1, noch was G. Ich hab nichts eingestellt. Ja. Ich hab nichts verstellt, ohne Mist. Nee. Warte, Kontrollfeld. Ich muss mir was reinsetzen. Jo, jetzt kannst du überall runterspringen, ohne dass was passiert. Na,
Batterie, Krankenstation, Gravitationsfeldgenerator, immer noch Beschleunigung 0,6. Achso, von deinem Schiff. Von meinem Schiff. Okay, nee, da habe ich... Also von dem, von dem Schiff, das Unknown gehört. Achso, das Schiff, das Unknown gehört, okay. So, okay. Nee, müsste jetzt ja, ja gut passen, ne? Da muss ich jetzt bloß noch irgendwie es schaffen. Haben wir da nach oben noch einen Ausgang? Nee. Nee. Und ich glaube, der Part ist schon wieder völlig überzogen, ey, ohne Scheiß. Vielleicht mache ich auch im Hardcut zwischendurch mal rein. Falls das so war, liebe Leute, es tut mir leid, ich habe nicht auf die Uhr geachtet, überhaupt kein bisschen, ey. Wie immer. Man verliert sich ja so krass in dem Spiel, das ist echt heftig. Na ja, das ist bei jedem Klon von Minecraft so. Ja, das ist echt heftig, trotzdem. So, was suche ich denn überhaupt? Ich suche ein Förderband. Und ich suche Förderleitung. Und ich suche gebogenes Förderdings. Förderbandrahmen, was macht denn das? Was macht ein Förderbandrahmen? Weiß ich nicht. Ah, das ist für kleines Schiff, okay. Hm. Das ist natürlich witzig. Verbinder, kleines Förderband. Okay. Zack ich. 4, 4, 4. Förderband. Förderband. Puff. Sie benötigen interne Panzerung. Also mit 0,6G ist das wesentlich angenehmer. Hm. Oh, interne Panzerung bräuchten wir mal. Achso, die kann ich auch jetzt in Auftrag geben. Ja. Und Rohstoffe. Ich glaube, mit den Eisenbahnen, die du hier reingepackt hast, komme ich nicht weit. Vielleicht. 4 Stück konnte ich bauen. Hey, hey. Was? Ich hätte ja auch gar nichts geben können, Kollege. Kollege. So. 6. Nee, das war nicht korrekt. Oh. Ich stelle ständig mein Teamspeak aus durch die Knöpfe. Entschuldigung, Leute, ich muss ja eben ins Teamspeak rein. Das ist echt zum Kotzen, ey. Boah, entfernen. Entfernen. So. Du hörst mich noch, ne? Ja. Also wieder. Gut. Ich habe jetzt das gemacht, was du mir, wovon du mir abgeraten hast, nämlich diese auf Ende und so weiter Teamspeak ein- und ausschalten. Das ist für dieses Spiel halt nicht geeignet. Hab ich dir geraten, okay. Ja, das hattest du mir mal geraten. Schön, dass du Sachen weißt, von denen ich keine Ahnung habe. Oder keine Ahnung mehr habe. Ich kann irgendwie diese Förderleitung nicht so drehen, wie ich mir das erhofft habe. Brauchst du hier überhaupt eine Förderleitung? Ach da. Will er denn eine Förderleitung bauen? Ach, das ist total merkwürdig. Ne, pass mal auf, ich zeig dir, was ich machen wollte. Und zwar... möchte ich, das hier ist ein Förderband, ja, eine Förderleitung bauen, die nach hier unten geht und von hier hinten in den Reaktor rein, was gar nicht geht. Ich gerade sehen. Oh, deswegen. Vielleicht müssen wir ein bisschen Asteroid wegschweißen. Ah, das ist möglich. Nein. Nein, hier kann ich bauen. Mal, ich versuche, ob ich es drehen kann. Ja. Sie benötigen Stahlplatten. Kein Problem. Stahlplatten haben wir noch ein paar. No problem. So. Da. Ein Stückchen weiter weg. Okay. Na? Na? Oh, da war's. So. Das ist übrigens auch mittlerweile mit dem Doppelklick, was in die Container reinlegen, ne? Ja, weil ich die... Das lag tatsächlich an dem Reaktor-Dings. An dem Reaktor? Nicht an dem Konvejor, oder? Nee, es lag irgendwie an dem Reaktor. Nachdem der Konvejor war,
konnten wir das immer noch nicht machen. Das ist doof. Gott, ey. Herstellungskomponenten brauche ich jetzt eine Menge. Oh. Herstellungskomponenten. Oh, schade, dass ich den Gravitationsgenerator nicht hochspringen kann. Ich baue hier gleich noch eine Treppe, ey. Das ist überhaupt eine Idee. Das ist eine Idee. Ey, das mache ich. Ich baue eine Treppe. Oder so eine Art Treppe halt. So eine Halbstufe aus leichter Panzerung. Yay. Da brauche ich natürlich 13 Stahlplatten für. Ich habe da mal eben ein bisschen Eisen in dein Ding reingelegt. Dankeschön. So, bei K sind das knapp. Mit einem, das ist so nett von dir. Die du mit einmal mitschleppen darfst oder kannst. Ich brauche leichte Panzerung dafür. Ach so, scheiße. Ich dachte, ich brauche noch Stahlplatten. Leichte Panzerung, Rampe. Na toll, weißt du, für leichte Panzerung brauchst du nur Stahlplatten, aber für leichte Panzerung-Rampe brauchst du Stahlplatten angeblich. Hab ich doch dabei. Mir brauche ich auf immer 13 Stahlplatten. Ne? Sie bietet eine Stahlplatte. Ah, hab ich gerade keine eingepackt, bin ich doof? Ja. Nichts sagen. Zu spät. Ich hatte Herstellungskomponenten noch dabei, okay, alles klar. Zack, boom. Oh Mann. Kleine Stahlrohr brauche ich dann noch. Und Motoren. Oh cool. Kleine Stahlrohr und einen Arsch voll Motoren. Ich komme nicht mehr raus. Was los, Pinky? Ich habe mich da, glaube ich, irgendwie gerade komisch verbuggt. Map, map. Map, map. Und Panzerglas. So. Und ein Motor noch, immer noch. Habe ich keinen Motor mehr dabei? Ist ja komisch. Wir haben keine Motoren mehr. Ha. Das ist ja witzig. Alles verpulvert. Ja. Und noch vier Herstellungskomponenten. Warum ich keine vier Herstellungskomponenten? Das ist ja doof. Was der Mackie für ein Item verschleißert von dem, was du herstellst, ja? Ich brauche ganz viele Motoren und noch Stahlrohre. Na, jetzt kriege ich einen Anruf schon wieder. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Ich habe hier schon mal ein bisschen Klamotz reingepackt hier. Motoren, die wir nicht bauen können. Weil dafür fehlen Zeug. Nämlich Nickelbarren und Kobaltbarren. Scheiße, wir brauchen Kobalt. Wir haben kein Kobalt, oder? Nickel habe ich gefunden, aber Kobalt habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Zumindest nicht in unserem Asteroiden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kack jetzt. Hier mal. Habe ich aber noch nicht 100% gesehen. Hast du noch, Motoren und Stahlrohre bei der drinne? Ja, also Motoren sind glaube ich noch ein paar da, aber Stahlrohre habe ich auch noch ein paar, aber. Mal gucken mal eben. Zwei Motoren habe ich noch. Ach, naja, immerhin. Wie viel brauche ich noch? Viele. Stahlrohre groß habe ich noch 12. Vier, glaube ich, vier Motoren. Okay, das heißt, wir brauchen Kobalt, habe ich das richtig verstanden? Irgendwie so, hm. Ah, jetzt Stahlrohre muss ich auch noch produzieren. Ah, das ist ja nicht das Problem. Dann kann ich erstmal in die Produktionsebene reingehen, den Motor verschieben und kann den Arbeitsplatz bauen. Noch Stahlrohr, Motoren, interne Panzerung haben wir auch noch genug. Ich sehe die interne Panzerung natürlich auch drin. Wo ist er denn? Wenn nicht, würde ich einfach vorschlagen, ich manövriere mal mein Minenfahrzeug da hier raus. Mhm. Und verschwinde mal in einen anderen Asteroiden. Also ich habe, bis jetzt habe ich fast das meiste habe ich gefunden, nur Magnesium und was braucht man? Kobalt habe ich nicht gefunden. Hm. Kobalt, das müssen wir auch noch suchen. Das ist ja so die Sache, die wir sowieso mal noch suchen wollten. Scheiße.
Wir haben die notwendigsten Materialien haben wir hier, aber Kobalt ist halt etwas woanders. Nein! Einen Motor bräuchte ich, um das Ding jetzt zum Laufen zu bringen. Das nützt ja eh nichts ohne den Konvoi. Los anbringen, nein. Hier kann man auch nichts mehr anbringen. Ein paar Motoren. Alles klar, dann bin ich jetzt hier empty. Scheiße. Warte, ich guck nochmal in die Produktion rein, was man für die Motoren braucht, ne? Mal. Im Endeffekt hat sich vertan, wir brauchen gar kein Uran. Motoren brauchen wir Nickel und Kobalt. Und Eisen, aber Eisen haben wir genug. Eisen haben wir genug, das ist genau. Nickel brauchen wir dafür und Kobalt. Okay, dann wollen wir uns in ein Schiff begeben. Ja, warte mal, genau, die wollten irgendwie so Mitsitzersitze. Also ja, Beifahrersitze. Wie heißen die Dinger? Beifahrersitze, wenn schon. Oder Passagiersitze. Ja. Ja. Passenger Seat. Den will ich mir mal noch einbauen. Dafür brauchen wir ja nur Panzerglas, 40 Stück und 15 Träger. Na klar. Panzerglas. Ein Sitz aus Panzerglas. Okay. Wie viel Panzerglas braucht man dafür? 7. Wirklich eine gute Variante. Nee. Ich habe mich verguckt. Okay, Herstellungskomponenten und interne Panzerung. Ja, das macht doch mehr Sinn. Genau. Ein Sitz aus Panzerglas. Das stelle ich mir gut vor. Eben. Ja, da ist es doch. Nee, nicht 100. 40 und was war's noch? Stahlplatten, glaube ich, ne? 40. In der interne Panzerung 40. So. Schiff, ich komm. Oh, halt, nein. Ich sollte noch sowas wie einen Bohrer mitnehmen, hä? Ja. So. Immer noch einen Schwung Uran. Wo ist denn Schiff da? Dabei. Da liegt noch so viel Eisen rum, das muss man noch mitgenommen werden. Der Ryan kann unsere Station da oben vor sich hin dümpeln. Baue ich mich hin? Darf ich mich neben dich setzen? Das geht nicht, schade. Kannst du dich oben drauf setzen? Nein, da kriege ich nur Schaden, wenn du irgendwo anhängst. Ich setze mich da hin. Nein, hast du was zum Schweißen dabei? Oh Mann. Ja, ich habe was zum Schweißen dabei. Ich habe gerade ein volles Inventar, also kein Moment. Dann gib mir da einfach ein Schweißgerät. Ich habe die ganzen Bauteile mit. Leg's ins Inventar vom Schiff. Ja, danke. Leg drinne. Cool. Kannst du überhaupt zugreifen? Das ist mein Bohrer. Ich hole mir mein Bohrer gleich zu. Oh, das hat jetzt schon gereicht. Der ist schon fertig. Egal. Das würde mich jetzt noch interessieren, ob ich dann auch Energie auflade. Werden wir gleich sehen. Hier hast du dein Schweißgerät wieder. Ich nehme mir wieder meinen Bohrer. Tschüss. Ja, lädt auf. Geil, ey. Ist das geil. Lol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 . Mein Sitz, den kriegst du nicht. Naja, der bleibt mein. Ne, es gehört glaube ich zu dem Schiff dazu, also von daher. Kann ich dir noch irgendwas helfen mit aufheben? Heben? Nee. Gerade das bisschen was, das bisschen was rumfliegt da. Drinnen lassen. So, oder ich setz mich. Sitze. Achso, wir müssen erstmal wieder alles anmachen. Das musst du leider machen. Also dein Gyroskop musst du auf jeden Fall anmachen. Du hast nur noch Treibstoff für 4 Stunden, verdammt. Mal, noch nicht losfliegen, ich bin jetzt gerade wieder weg von dem Gyroskop. Small Thruster unvollständig. Was? Bist du da etwa hart angeeckt? Weiß es nicht. Ich auch nicht. Konnte ich die Kamera irgendwie frei bewegen hier? Also du hast ja auch alles Mögliche drin, kann das sein? Oh, halt, warte, nicht das Raumschiff bewegen, da sterbe ich doch nur. Ja, irgendwie aus dem Teil heraus manövrieren. Einfach rückwärts.
passt schon. Das passt. Ein bisschen höher. Ein Zentimeterchen. Ja, okay, okay, reicht. Perfektiv. So, warte mal, nicht so schnell fliegen. Weil wir haben etwas Essentielles vergessen. Wir sind im Weltraum. Generator, was na, hallo. Wieso kann ich die Tür nicht zumachen? Achso, das ist nicht meine Tür, hä? Scheiße. Egal. So, kannst die Tür dann zumachen. Kannst du jetzt auch. Ah, okay, dann mache ich jetzt die Tür zu. Ich kann nur das scheiß Ding nicht drehen. Ah, so, hier, Gyroskop ist aus. Nö. Braucht man ja nicht. Ich konnte jetzt zwar die Tür bedienen. Halt nicht so schnell. Naja, ich wollte bloß gucken, ob das Gyroskop geht. Können wir? Okay, alles klar. Warte. Ich kann die Tür wirklich nicht zumachen. Arsch. Achso, ich muss die Tür auch erstmal anmachen. So, okay, alles klar. Die Tür war aus. Tja, man spart wie man kann, nicht? Ja. Sitzt? Ich sitze. Er sitzt. Irgendwie ist das witzig. Wo wollen wir denn hin? Tja, wohin? Was sagen wir? Sagen einfach zum nächsten Asteroiden und da mal gucken, oder? Ja, naja, zum nächsten. Ja, doch. Ja, immer zum nächsten. Zum nächsten Besten. Ich glaube, unsere Station sollte man jetzt auch von einem wenig weiter erkennen. Obwohl, vielleicht wäre es clever doch noch gewesen, ein Beacon zu setzen. Das Ding ist scheiße teuer. Hm, stimmt. Obwohl, hier der letzte Asteroid, das müsste man sich doch gut merken können, oder? Weiß ich nicht. Das ist der letzte Asteroid und 1, 2, 3, 4, 5 kleine nebenan. Und eine Station halt. Oh, guck mal, das ist ein großes Loch schon. Mhm. Da können wir mal reinillern. Ich wollte gerade sagen, können wir mal reinillern. Licht an der Karre an? Du hast kein Licht an der Karre, glaube ich. Nein. Was kann ich? Du hast sogar tatsächlich ein defektes Triebwerk. Zwei defekte. Nee, ein defektes Triebwerk. Okay. Warte, da geht's tief rein und durch. Und ups. Bin gerade angeeckt. Warte, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Gib mir mal dein Board, dein Schweißding. Dann gehe ich reparieren. Mal schnell. Hä? Du hast dich durch das Ding durchgeportet. Hey. Alter, was bist du? Oh, das hier vorne ist kaputt. Ja. Warte. Oh ja, Triebwerkskomponenten brauchen wir dafür und das sieht gerade wenig. Ich hab's gerade total. Triebwerkskomponenten? Ich hab gerade den Rückwärtsgang total geschrottet, quasi. Oh fuck. Triebwerkskomponenten, die haben wir alle drüben. Dafür braucht man auch Kobalt und Platin sogar ein. Platin? Ja. Ich flieg mal eben noch aus. Ja, mach Türchen auf. Dankeschön. So. Ist ja. Der da sein. Ja, welches Triebwerk hier defekt ist? So gut zielen und Triebwerk ausmachen. Mit Jetpack meine ich. Ich falle meine Fresse. Könnte natürlich, natürlich das Triebwerk sein, dass da wirklich defekt ist, ne? Dass ich das irgendwie beim. So. Warte. Alter. Also, was brauchen wir? Triebwerkskomponenten, sagst du? Ja. Und dann nehme ich auch mal mein Schweißgerät doch noch mit. Pack mal ein. Ach nee, scheiße, das sind hier Reaktorkomponenten. Fuck. Doch, hier Triebwerkkomponenten. Ich nehme mal 27, reichen? 27? Warte, mal gucken. Gerade wird er nicht mehr im Kopf. Mehr kann ich eh nicht mitnehmen, von daher. Ob. Vorne? Das sieht nicht so aus, als ob hier Kobalt drin ist. Brauchen 20, wir haben also 49 sind's und 80 benötigt. Hallo? Jetpack an, Jetpack aus. Ach, ich hatte keine Trägerdämpfer an, ich bin ja blöd. Wenn es mir mal einmal eiskalt, ja, an dem Asteroiden vorbeigeschrammt. Aber macht nix. So lernt man dazu. Was? Wo bist du?
Ich sehe das Schiff nicht. Wo auch den richtigen hast. Ich hab den richtigen. So, ich komme gerade auf den Schiff zu. Komponenten hast du gesagt, ja? Ja. Das vorne? Ja, es gibt anscheinend nur eins, das wirklich defekt ist, und das ist das, was vorne ist. Da bin ich vielleicht angeeckt, als ich da in den ersten Dings reingeflogen bin. Wir brauchen noch etliche Triebwerkskomponenten dafür. Soll ich sonst noch was mitbringen? Was ja, flieg mal vor, ich flieg da hinterher. Wir sind gerade nicht, wo du bist. Okay. Ne, ich hab's schon angebracht, das erste Häppchen. Ja, ich bin ja gerade hinten am Heck vom Schiff. Achso, okay. Wir müssen jetzt nur, wo ich nach Hause fliege. Einfach nach hinten, rückwärts. Ach, rückwärts da ist sie. Einfach rückwärts Gong einlegen. Ja, dabei. Nee, dabei. Genau so. So, ich komme wieder zurück. Bist du jetzt an mir vorbeigeflogen? Ja. Okay. Achso, du fliegst gar nicht mit Raumschiff. Okay. Nee, ich flieg. So, ich flieg das Ding nicht nochmal zurück, wenn ich bekloppt. Guck mal, was man für einen Bohrer noch braucht. Da können wir an dem Schiff noch einen Bohrer dran bauen. Nee, lass mal lieber. Meinst du? Ja, bis wir das Ding fertig haben. Was brauchen wir noch? Triebwerkskomponenten. Nee, jetzt ist voll. Herstellungskomponenten 20 und 10 Stahlplatten. Musst du mal bei mir gucken, da dürfte eigentlich auch noch einiges drin sein. Okay. Im Assembler. Oder was das ist, oder Frachtcontainer, keine Ahnung. Stahlplatten und was habe ich gesagt? Herstellungskomponenten. Habe ich. High-goated. Ach, ich bin ja ein Trotz. Ich bin ein Trotz? Quasi direkt nach oben geflogen. Ja. So, den Triebwerk wäre dann sofort fertig. Können wir noch eine zweite Tür einbauen, sag mal? Stoppt. Ich habe noch ein paar Triebwerkskomponenten mitgebracht, dass wir doch nochmal was reparieren müssen. Weil eben ins Inventar rein. Bring mir interne Panzerung bitte mit. Bin schon wieder hier. Scheiße, okay, alles klar. Kannst du auch bauen, da ist genügend Eisen in dem Teil drin, glaube ich. Okay. Hat noch eine bessere Idee. Na, komm ran. Ach nee, scheiße. Geht nicht. Ja, das hier ist Magnesium. Ah, hier ist auch interne Panzerung am Start. Sehr schön. Kobalt. Eisen, Nickel, Magnesium, Kobalt sind hier drin. Haben wir alles. Er gehört? Oh, du bist ja mutig. Ich wollte nämlich gerade sagen, dann flieg bitte vorsichtig. Hast du den Stuhl jetzt umgebaut oder was hast du gemacht? Nee, ich habe leider kein Schleifgerät mit. Deswegen sag das doch, ich habe doch eins dabei. Hey, du hast hier sogar eine Lampe drin. Egal. Außerdem kannst du da drinnen schon sitzen, ne? Im Stuhl. Ja, ich weiß, aber ich wollte draußen sitzen. Nee, ich meine ja auch draußen. Der braucht ja plus 10% oder so. Ja, das ist korrekt. Ist irgendwie auf dem Kopf. Ja. Ich wollte mir die Arbeit ersparen, mich dann nochmal rumzudrehen, wenn ich nach oben fliege. Lass mal eben den Stuhl ab. So. Na dann. Fliegen Sie mal los. Hast du jetzt was gefunden, was wir brauchen da drin? Ja, alles. Alles? Habe ich jetzt nicht so gerallt. Mal gucken, wo das war. Oh, hier ist ja sogar noch eine zweite Etage, ey. Oh, das sah jetzt. Hab mich nur erschrocken. Ist nichts passiert. Alles im grünen Bereich. Jetzt
Jetzt bist du auch sozusagen auf dem Kopf. Jetzt habe ich die Orientierung vollständig verloren. Dann habe ich alles richtig gemacht. So, ich würde mal sagen, ich parke das Ding hier in irgendeiner Form. So dass wir halt erstmal gucken, wo das Magnesium war. Mhm. Und dann sagen. Ja, was war das? Ich lasse das Ding jetzt mal so stehen. Gucken wir mal, wo das Magnesium war. Achso, hier sind wir schon aus Kobalt. Das ist ja gut. Oh, perfektiv. Und du hast auch so Gravitation an. Das fällt aber nicht irgendwie aus dem Asteroiden raus, hoffe ich. Nee, das fällt ja eigentlich nach unten. Ich wollte ja, deswegen will ich ja gucken, was wir jetzt als quasi Ebene benutzen, wo das Ding, wo das Zeug dann reinfällt. Mhm. Würde ich mal sagen, so wie ich ja gerade. Wenn ich dich wiederfinde. Wo bist du denn hin? Ach da. Quasi die Ecke, wo jetzt erstmal das Kobalt liegt, weil dann. Ah nee, wir haben jetzt. Ja, oben an der Decke ist dann das Magnesium. Ah, das wird dir direkt rausfallen, sage ich dir. Hey. Da unten, die Öffnung und ist genau unten. Naja, das ist halt das Problem. Wenn du das Schiff drehst. Also ich würde sagen. Ist da ja auch was scheiße. Warte mal, du musst das hier zu mir drehen. Der Boden zu mir. Hier ist wie so eine kleine Kuh. Ne, ist auch ein Loch, scheiße. Nee, wo ich bin. Das ist gut. Hier ist wirklich eine Kuh da drin. Ach da. Soll ich das Schiff drehen? Ecke hier unten ist die Null. Ne, das mache ich. Ihr macht deinen Flugkünsten in dem ersten Part. Dann stelle ich mich hier hin. Ja, leuchte mir mal. Schön, dass dein Sitz dran ist. Da weiß ich, welche Seite das ist, wo ich da gerade ist auch praktisch, oder? Ja. So. Siehst du mein Licht? Ja, ich mach mal an und aus. Das. Ja. Oh, jetzt kommst du mir langsam echt nah. Ich krieg bestimmt gleich Triebwerksschaden. Hi. Ach, so hier, ne? Krass. Hast du die Schwerkraft ausgemacht? Nee, aber ich hab's sehr, sehr klein gedreht. Ah, okay. So, muss ich mal eben selbst von außen gucken. Magnesium. Oh, das sieht gewollt aus. Gehen wir zu dem Kobalt? Ja, das ist jetzt oben an der Decke halt. Hm. Jetzt müssen wir es irgendwie so hinkriegen, dass das Kobalt auch dahin fällt. Ne? Ja, das können wir ja nachher dann noch drehen, dass das Kobalt halt dann halt der Boden ist. Oh. Du kannst doch einfach deine Gravitation so hoch drehen, dass es gleich funktioniert. Ja, aber das halt nach unten fällt, ne? Ja. Ah, hier ist es Nickel. Okay. Was gut. Hier Magnesium. Wir haben auch nochmal Kobalt in der Wand. Na, warte, ich mache mal deine Gravitationen an. Ja, mach du mal die Gravitation an, die fliegt währenddessen mal noch ein bisschen nach unten. Was, du fliegst jetzt? Ja. Wie soll ich denn die Gravitation anmachen? Sitzt! Dann sitzt dich einfach. Dahin. Ich bin raus. Tschüss. Könntest mal gucken, wie weit ich da noch in Richtung Boden kann. Du kannst noch ein ganzes Stück. Warte. Noch. Stopp! Jetzt hätte ich mir beinahe den Kopf zerdrückt. Warte mal. Nee, fliegt wieder ein Stückchen höher, man kommt an das untere Ding nicht ran. Hey, mein Gott, da können wir auch ein bisschen was wegmachen, aber okay. Ah, der Olli hat geschrieben. Ja. Du hast ein Loch an deinem Schiff. Ja, aber was? Denn ein Loch in meinem Schiff. Ja, okay, das reicht. Du hast ein Loch im Schiff. Hab ich ein Loch im Schiff? Hier vorne an der Front. Ja, weil ich vorhin dagegen gerannt bin. Oh, was für ein Loch. Sieht voll cool aus. Hast du nicht repariert? Ich hab keine Stahlplatten. Map. So, was ist das jetzt hier? Gold, ja? Das ist Gold? Nee, Nickel. Hier ist Nickel. Nickel brauchen wir, Kobalt brauchen wir und Magnesium müssen wir auch kleiner mitnehmen. Oh, hier ist keine Gravitation mehr. Naja, ich dreh mal eben voll auf. Ah ja. Magnesia. Lüpp. Magnesia. Lüpp. Ja. Lüpp.
Ja gut, also das Magnesium sollte gehen. Muss ich eigentlich ducken in dem Spiel? Ja. Nee, glaube ich. Ja, mit C. Ah. Ich versuche hier gerade so eine Art Kugel zu machen, damit das hier schön runterrollen kann. Hm. Da kommt's. Lol. Tja, okay. Wollte das einfach mal sagen. Wir verschieben den Rest auf ein späteres Mal. Wir werden jetzt hier offscreen noch ein bisschen abbauen. Das wird wahrscheinlich langweilig werden. Ja. Und deswegen sage ich mal, macht's gut, Leute. Bis dahin und tschaußen. Servus.